Das charmante Musikfestival Klangschmiede hat die ebenso charmante Ipsitzer Musikerin Anneliese Fuchsluger ins Leben gerufen. Es ist klein, aber umso feiner und beginnt am 4. Mai mit ihrer eigenen Familienmusik, wo auch eine Reihe von Gästen eingeladen ist. Was ist eigentlich das Interessante an diesem Festival, das Sie ins Leben gerufen haben? Ja, ein wesentliches Merkmal der Klangschmiede Ipsitz ist sicher die Verbindung verschiedener Musikstile. Volksmusik, klassische Musik, heuer in Form eines Orchesterkonzertes. Die letzten 2 Jahre haben wir ja immer kleinere Formationen zu Gast gehabt in Ipsitz. Dann ganz wichtig Kinderkonzerte, Angebot für die ganze Familie. Und Jazzabende bzw. auch Rockabende. Also auch Unterhaltungsmusik ist hier genauso zu Hause wie die ernste Musik. Die Musikreihe Klangschmiede ist Bedürfnis des gesamten Ortes Ipsitz und zahlreiche Förderer sind bei diesem Kulturhöhepunkt des Jahres dabei. So auch beim Kammerorchesterkonzert, wo Schubert im Mittelpunkt steht. Sie sind ja selbst beim Bruckner Orchester tätig und haben natürlich auch Kollegen eingeladen, hier in Ipsitz dabei zu sein. Genau, wir freuen uns schon alle wahnsinnig drauf, denn es wird ein Kammerorchesterkonzert sein. Das ist ein bisschen eine Mischung, ein bisschen Abwechslung auch zum normalen großen symphonischen Orchester. Kammerorchester ist so eine Mischung aus Symphonieorchester und Kammermusik. Auch Jazz ist ein kontrapunktisches Bestandteil beim Festival und Julia Sitz ist die Protagonistin. Wie ist das eigentlich? Wie haben Ihre Kollegen reagiert, wie Sie erfahren haben, dass Sie in nicht unbedingt Konzertlocations auftreten, sondern auch bei einer Baufirma oder auch in einer Volksschule? Das ist überhaupt kein Problem. Das wird jetzt auch vermehrt so gemacht. Wir müssen einfach hier kreativ sein. In Ipsitz, wir haben keinen Konzertsaal. Man muss nur beachten, dass die Akustik passt. Aber da haben wir auch Hilfsmittel, falls das irgendwie ein Problem sein sollte, was ich aber in dem Fall eigentlich nicht sehe. Ipsitz ist ja ein Hort talentierter Musiker und deshalb ist auch der Musikverein mit von der Partie. Aber wenn ich Sie jetzt bitte, einen Tipp für uns abzugeben, was würden Sie wählen? Das ist jetzt extrem eine schwierige Frage, weil es liegt mir jedes Konzert wahnsinnig am Herzen. Also sowohl die Volksmusik, ich komme ja selber aus der Volksmusik, habe eigentlich selber in der Blasmusik angefangen zu spielen. Also das ist genauso ein Liebkind von mir, genauso wie das Familienkonzert. Also ich möchte hier keine Empfehlung abgeben. Ich ziehe diese gemeine Frage zurück. Dankeschön. Es ist nämlich schwierig zu entscheiden, ja. Obwohl sie uns keinen Tipp geben wollte, wissen wir aber doch, dass ihr gerade das Kinderprogramm ein besonderes Anliegen ist. Klangschmiede Ipsitz. Ein Tipp nicht nur für Leute aus der engeren Region. Von 4. bis 8. Mai 2016.